Heute möchte ich an meine Videoreihe der 7 Einkunftsarten anknüpfen und erkläre dir, was man unter den Einkünften aus selbstständiger Arbeit versteht. Die Einkünfte aus selbstständiger Arbeit sind in § 18 des Einkommensteuergesetzes geregelt und folgen auf die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft sowie auf die Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Eine selbstständige Tätigkeit, auch freiberufliche Tätigkeit, liegt vor, wenn die Arbeit nicht weisungsgebunden ausgeübt wird und keine Einbindung in die Organisationsstruktur eines Unternehmens vorliegt. Für den selbstständig Tätigen muss ein unternehmerisches Risiko bestehen. Als freiberuflich Tätige gelten Angehörige der sogenannten Katalogberufe. Das sind zum Beispiel Architekten, Ärzte, Rechtsanwälte, wir Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Schriftsteller. Auch weitere Berufsgruppen, die § 18 Einkommensteuergesetz im Einzelnen nennt, werden als Freiberufler anerkannt. So beispielsweise auch die Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied. Was sind denn aber nun die Unterschiede zwischen einem Freiberufler und einem Gewerbetreibenden? Im Unterschied zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb unterliegen die im Rahmen einer selbstständigen Tätigkeit erzielten Einkünfte nicht der Gewerbesteuer. Das heißt, Freiberufler müssen keine Gewerbesteuer entrichten. Auch die Mitgliedschaft in einer Handelskammer, also zum Beispiel in der Industrie- und Handelskammer, ist freiwillig. Anders als die meisten Selbstständigen müssen Freiberufler sich zudem nicht bei der Gewerbeaufsicht registrieren lassen. Buchführung und andere Pflichten, die Selbstständige meist haben, entfallen in der Regel. Wer freiberuflich tätig ist, muss lediglich die freiberufliche Tätigkeit beim Finanzamt anmelden und eine Einnahmeüberschussrechnung als Steuererklärung abgeben. Zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft sowie zu den Einkünften aus Gewerbebetrieb gibt es bereits 2 tolle Videos. Wenn euch das interessiert, dann schau doch mal hier vorbei. Und jetzt wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.